Vereinigten Starkräfte von der Erde. Was dann ist die SRS, was SRR 61 out of date? Was, warum? Und naja, jedenfalls, wir schwingen halt so einen Rekruten Bravo. Und dieser Typ, dieser Major Higgins, wir sind auf der Orion-Basis, der ist halt so gesehen der große Chef hier. Und der ist voll das Arschloch. Der ist nämlich, der hat gleich am ersten Tag, wo die alle angetreten sind, zwei Rekruten niedergeschossen, weil der eine wusste seine Personenkennziffer nicht und der andere hat geweint. Da hatte die einfach beide mal niedergeschossen. Dann hat er an einem anderen Tag, das war während sie die Waffen gelernt haben. Achso, Lieblingsschauspieler, okay. Haben sie Waffen gelernt. Und das war auch so ein kleines Minispiel, da sollte man Teile, da haben sie halt die Teile gezeigt, aus welchen Teilen die Waffe besteht. Und eigentlich sollten sie das ja von dem Lehrer, der vorne stand, der eigentlich das Ganze nicht so scharf macht wie er hier, sollten sie das halt erstmal nach und nach lernen. Und der Typ, der ist halt reingekommen, hat gesagt, ja, die Leute hier, die sollen Killermaschinen werden und keine normalen Soldaten und... Da muss das ein bisschen schärfer gemacht werden. Ist zu uns gegangen und hat gesagt, so Junge, jetzt zeig uns erstmal, wie das hier zusammengebaut wird, Gewehr. Die Einzelteile nacheinander. Aufschafft, Magazin, Abzug und sowas, ja. In der Reihenfolge, wie es halt zusammengesetzt wird. Und da war halt ein Bild, das musstest du dir merken, in welcher Reihenfolge diese Dinger zusammengekommen sind. Aufgetaucht sind. Und ja, ich habe mir das Ganze aufgeschrieben, deswegen habe ich das 40 Sekunden hatte man dazu Zeit und das habe ich in der letzten fucking Minute noch geschafft. So, dann das nächste war, was war das nächste? Genau, am Schießstand. Dann ein paar Stunden, einen Tag später oder so am Schießstand, haben die natürlich erstmal geübt in den Simulator. Ich habe mich so recht gut geschlagen da. Dann am Ende kam mir dann zu dem Schießstand, also das war ein Simulator und Schießstand, kam mir zum Schießstand und der Typ hier hat gemeint, ja, einer von euch, der aus der Beste aus dem Zug, der soll jetzt einen Gefangenen, einen Mörder und irgendwas anderes war es noch, soll er erschießen. Ein kleiner, zehnjähriger Junge soll einen Mörder erschießen. Und weil er es nicht gepackt hat, hat Higgins ihn in den rechten Arm abgeschossen, den Mörder, der Junge, hat Higgins den natürlich den erstmal fertig erschossen, hat dann rumgebrüllt, jetzt soll er sich auf den Schießstand stellen und wir Bravo sollen den Jungen erschießen. Das ist natürlich jetzt, wo man es hört, ist es vielleicht, vorstellen, das ist ein 10-jähriger oder keine Ahnung wie viele Jahre alt die Jungs sind. Und der Typ ist echt einfach nur ein übelster Sadist und so, dann das nächste, dann bei der Essensausgabe, weil wir haben natürlich da eine Kantine und Essensausgabe. Wir haben ja so Juliette, das ist ja dieses Mädchen, mit der wir vorhin geredet haben. Das ist so gesehen so eine gute Freundin jetzt von uns geworden. Und Bravo hat sich auch so ein ganz bisschen in sie verknallt, weiß es aber nicht so richtig. Und Juliette wurde von den Jungen angerempelt, hat ihr Glas mit Elsen fallen lassen. Das ist so eine komische, ich denke mal, so eine komische Genmasse, Brühe, Zeugs da, übelst bitter und eklig und weiß ich was. Wollte die Scherben aufsammeln, das hat ein Aufseher da gesehen, hatte den erstmal, naja, der hatte halt angeschrien und hat gesagt, ja, warum schreist du mich so an und beruhig dich mal und so. Weil die das nicht kann man nicht sehen, weil das alles überdeckt. Das ist jedenfalls der blonde Typ links oben. Das ist der Typ, der eigentlich ganz okay ist. Gibt es auch Explosionen mit Raketenwerfern und
es ist ein Story-Spiel und kein rein auf Action. Es gibt ein Action-Kampfsystem, aber die Story ist im Vordergrund. Jedenfalls, wurde sie dann halt zur Schnecke gemacht und wurde getreten und was ich noch alles. Und Frau hat sie dann, die hat dann erstmal zwei Verwandlungen kassiert. Das ist nämlich hier so, weil wenn du drei Verwandlungen kriegst, wirst du auf der Stelle getötet. So, hat erstmal zwei Verwandlungen kassiert. Bravo hat sie so ein bisschen in Schuss genommen und hat auch dafür eine Verwandlung kassiert. Dann später nochmal bei der Unterrichtseinheit. Juliette hat ein Bild von einem Offizier gemalt. Natürlich nicht unbedingt ein schönes Bild, sondern eine Karikatur. Hat das ein Offizier gesehen und da sie ja schon zwei Verhandlungen hatte, sollte sie getötet werden. Bravo hat sich das natürlich jetzt wieder für sie eingesetzt. Und hat auch dafür die zweite Verhandlung kassiert. Und auch, naja, und danach kam jetzt das Verhör mit dem Typen hier. Das ist, wie gesagt, mit der Chef der Higgins. Hat dann ziemlich verhört. Hat halt, es ist halt auch so, wir dürfen keine freundschaftlichen Beziehungen oder irgend sowas anderes haben mit den anderen Rekruten, sondern nur rein dienstlich. Also in dem Sinne von halt, ja, die könnten sich dann halt für die Freunde opfern oder so ein Scheiß, dass sie halt wirklich nur das Töten im Sinne haben von diesen Aliens, die gegen die Zieren, diese Shamai heißen übrigens diese Aliens. Und ja, jedenfalls sind wir jetzt halt hier bei der Abschlussprüfung. Ich wollte aber nachdem, wenn wir das nicht mal speichern können, wollte ich aber erstmal rüber wechseln zu Greifen und die Spinne. Zu drängen. Dennoch, die USI möchte nur die tapfersten und härtesten unter ihnen. Darum soll diese letzte Prüfung nun Gewissheit über jeden einzelnen von ihnen bringen. In einem Kampf auf Leben und Tod. Alle Züge der Orion-Basis werden in Leistungsgruppen aufgespalten. Diese Leistungsgruppen werden sich untereinander bekämpfen und vernichten. Am Ende der Prüfung darf nur ein einziger dieser Gruppe als siegreich hervorgehen. Um dies zu garantieren, wird nach Ablauf der Frist ein Scout-Kommando durch das Prüfgelände streifen und nach den Überlebenden suchen. Selbstverständlich überwachen wir ihre Herzfunktionen und unsere Scanner. Sollte es nach Ablauf der Frist noch mehr als einen Überlebenden geben, wird der Scout-Trupp sie alle eliminieren. Ihre Waffen werden sich zu diesem Zeitpunkt automatisch abschalten. Nur damit sie nicht in Versuchung kommen, irgendwelcher Rachegelüste zu frönen. Denken Sie daran, es kann nur einen geben, also geben Sie alles. Kämpfen Sie, wie Sie noch nie gekämpft haben. Okay, das ist so ein bisschen wie Hunger Games. Einige Rekruten der Züge unseres Offizierstabes werden aus Platzgründen unter fremde Züge gemischt werden. Ich nenne nun die Namen dieser Rekruten. Alpha. Sierra, Tango, Foxtrot, X-Ray, Zulu, Bravo. Und Juliette. Das heißt nämlich, jetzt mit Juliette und Bravo müssen sich gegenseitig umbringen. Na super. Oh nein, hat er gesagt. Sie werden in einem entlegenen Waldstück auf Perron 6 abgesetzt. Sobald sie gelandet sind, haben sie volle 5 Stunden, bis ihre Frist verstrichen ist. Nutzen Sie sie, wenn ihnen ihr dämmerliches Leben lieb ist. Gehen Sie nun der Reihe nach zu den Transportern. Viel Glück! An diese Musik dabei, ne? Okay, Leute. Bevor wir jetzt hier weitermachen, mache ich erstmal mit den Spielen eine Pause. Ich habe es ja lange genug gespielt, 2,5 Stunden oder so was. Oh mein Gott. Ziemlich heftig. Aber ist das Squad namens hinter. Oh. Das ist eines der besseren RPG Maker Spiele, mein Freund. So. RPG Maker lassen wir jetzt. Wir schließen nur den RPG Maker 2003 und gehen auf den 2000er über. Ich öffne die Spinne schon an, sehr gut. Das muss ich wieder von der externen Festplatte lesen, nicht gleich die Kotze. So.
Wo waren wir erstmal stehen geblieben? Wir waren, glaube ich, das erste Mal stehen geblieben, wo wir von den, ich werde es übrigens, denke ich, noch bis um 12 spielen und dann mache ich noch eine Stunde Zelda. Bei mehr als eine Stunde kriege ich bei dem Spiel momentan nicht hin, weil das mich momentan ziemlich abfuckt. Ja, wir waren jetzt erstmal hier fast aus dem Gebiet der Kyphosalen heraus, ne? Glaube ich. Von daher würde ich mal sagen, begeben wir uns immer weiter. Guck mal, was jetzt so auf uns zukommt. Ach, wir sind ja, genau, wir sind wieder im Wiesenflur und müssen jetzt zum Nordgebirge. Okay. Na gut. Und es ist Nacht. Na super. Nacht lieb ich an dem Spiel, ne? Nicht. Oh, komm an. Was ist denn hier los? Meine Beine sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Was es hier wohl zu feiern gibt. Würdet ihr beide wohl euch etwas beeilen? Kein Zentimeter kriege ich mehr. Meine Zunge hält schon bis zu den Kniekehlen. Kann man hier denn nicht irgendwo warme Betten kriegen? Da bin ich mir nicht sicher. Der Besitzer des Rasthauses ist leider verstorben. Ja. Er wurde verstorben. Herr Grave? Raphael Grave? Was ist los? Ach, jetzt erkenne ich euch. Ihr seid doch der Nachtwächter aus Wiesenflur. Was macht ihr denn hier in Wiesenflur? Und überhaupt, hier scheint ja heute Abend große Festivität zu sein. Heute ist der Jahrestag des Sieges über die Spinne. Unser Held in Antalasia Adachu hat die schreckliche Mutterspinne vernichtet. In unseren Dörfern wird Antalasia verehrt. Selbst in den schrecklichsten Stunden vergessen wir nicht, diesen Tag zu feiern. Aber sagt, warum seid ihr wieder hier? Lange Geschichte. Lasst es doch ins Warme gehen. Ich gebe einen aus und erzähle euch das volle Programm. Ihr wollt euch doch heute nicht betrinken. Ich sagte doch fest. Ein oder zwei Gläschen trinken wir vielleicht, aber hauptsächlich dient dieser Abend dazu, Antalasias Heldentat zu würdigen. Kommt einfach nach drin, wenn ihr daran teilnehmen möchtet. Okay. Okay. Dann hast du auf die Videosage geguckt. Ich möchte nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen, Raphael. Es würde mich zu sehr schmerzen. Ja, weil er ist ja der Vater von Antalasia. Ich möchte meine Tochter um keinen Preis der Welt ein zweites Mal verlieren. Anstatt zu feiern, sollten wir lieber Arachne aufhalten. Es ist spät, es ist kalt, wir sind müde. Und wir müssen zunächst zum alten Magier von Pomp. Wenn wir uns diese Nacht ausruhen, schadet es nicht. Hey, das wollte ich gerade sagen. Zu der Feier habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust. Na, Raphael, dann holen wir beide uns bei der Feier und kommen danach zu den beiden anderen ins Rasthaus. Bist du dabei? Dann hofft mal, dass sich da schon jemand drum gekümmert hat. Also ich... mach mal immer eine Poll auf. Das Spiel ist ja immer gut wieder für Polls zu haben, von daher... New... Feiern! New... Schlafen laufen. So. Mal wieder viel Spaß dabei. Oh, die Musik ist toll. Mika. Es fehlt nur noch unser lieber Bibbe. Aber das ist ja fies. 50-50. Na super. Aber ich nehme Feiern. Ich glaube, da erfahren wir nämlich noch ein bisschen was über Antalasia. Na, dann lasst uns mal anhören, was die Feiern denn zu vermelden. Ich frage mich, warum wir euch das unbedingt anhören wollten, Elita. Pure Neugierde. Ist doch auch mal schön zu hören, was die andere Seite dazu treibt.
Na, tut, was ihr wollt. Gute Nacht.